Das Projekt, das ja eigentlich ein plumpes Pfünderli darstellt, hat eigentlich mit meiner Biografie zu tun. Dass mein Vater, der in den Kriegsjahren aufgewachsen ist, dann Schwarzbrot hat müssen essen. Und für mich ist das wie eine Art vielleicht eine Verarbeitung aus dieser Geschichte, dass ich dem Schwarzbrot jetzt so ein Gewicht gebe. Die Pfünderli bestehen aus Pappelholz, sind ganz aus der Nähe, 300 Meter von da. Pappelholz ist sehr gut zum schnell schaffen. Es ist nicht so ideales Bildhauerholz, aber für meinen Zweck ist Pappelholz ideal zum Verarbeiten. Ich gehe eigentlich ähnlich vor den Bäcker. Ich mache auch mit der Kettensäge dann die Schnitte, machen, die ja im Ofen aufgehen. Die Kruste, die sich hier bilden, durch das, dass da wenig Material dran ist und im Ofen dann brätelt. Und mit der Farbe gebe ich ihm noch wirklich den Tonus. Im ersten Augenblick hat man das Gefühl, oh, da liegt ja echte Brot. Erst wenn man dann das Gefühl hat, das kann nicht sein, dem Atelier, dann kommt man auf die Idee, dass es könnte Holz sein könnte. Also, dass es schier anfängt zu schmecken, auch nach dem Schwarzbrot, nach dem gut backen.